Okay, die Zeit ist gekommen. Also es gab eine hohe Nachfrage. Munich Riskbusters, ja, die Jungs aus Munich. Wir begrüßen euch zu unserem zweiten Reaction-Video jetzt schon. Da das andere ja so gut ankam, haben wir uns gedacht, wir suchen mal ein paar Videos aus unserer Vergangenheit raus, wo Leute schon auf uns reagiert haben. Und reagieren auch mal drauf. Weil immer Sachen, wo wir damals nie drauf reagieren konnten, weil wir uns noch nicht gezeigt hatten. Und jetzt Genau. ist das natürlich recht einfach geworden. Jetzt können wir da mal ein bisschen unsere Meinung zu abgeben und gucken, was da gewisse Kollegen bei uns erzählt haben. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem ersten Kollegen an, und zwar Julian Riegler, der immer uns als Highlight hat, obwohl er schon neuere Highlights hat. Also er zieht uns immer wieder vor. Können wir ja gleich mal uns angucken. Dann flext er so ein bisschen mit einer Uhr rum, dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall, wie gesagt, das war vor 17 Wochen, das war 25, das heißt, er zieht uns sogar immer noch vor. Okay, kann man machen. Auf jeden Fall hatten wir ihn damals hauptsächlich mit dieser Uhr gepostet. Ja gut, also die ist auf jeden Fall fake, Er hat auch noch eine andere Fake-Uhr, die wir aber noch nicht gepostet hatten, weil die halt schon offensichtlicher war. das war Aber einfach, das Bild war besser erkennbar ja, einfach, so gesehen. genau. So, auf jeden Genau. Fall befindet sich auf seinem Profil immer noch ein Video über uns, das sogenannte Rolex-Statement. Und das werden wir uns jetzt heute mit euch zusammen anschauen. Eine Woche ist es her, seit dem offiziellen Post von der Seite Munich Wristbusters, wo ich mit meiner angeblichen Ich Fake-Rolex. weiß, ist das jetzt aktuell gewesen oder länger her? Ich habe jetzt nicht aufs Datum geguckt. Eine Woche nach diesem Post offiziell mit meinem persönlichen Statement abgebe, hat ganz, ganz wichtige Gründe. Und zwar hat mir mein Rechtsanwalt geraten, rechtliche Schritte einzuleiten. Und das habe ich auch gemacht. Das Video von ihm kam, glaube ich, im Juni oder Juli Ah, ist schon online. älter. Wir haben jetzt Mitte Ah, Mann. Dezember, nee, ja, Mitte, Ende Dezember und wir haben bis jetzt nichts bekommen. Ich Das. weiß nicht, wo die Schritte hingeleitet Ja, wurden, auf jeden Fall ja. nicht zu uns. Ja, das sagt man ja einfach, ne, um ein bisschen Credibility zu kommen, bekommen wahrscheinlich, ne? Das hat er natürlich einfach nur so gesagt, dass er Anwalt eingeschaltet hat. Jetzt so und so, ne? Oder wer da verklagt wurde, aber wir nicht. Also wie gesagt, lieber Julian, wir haben bis jetzt noch nichts erhalten. An zweiter Linie möchte ich mal genau das abklären, was mir vorgeworfen worden ist, beziehungsweise das mal richtigstelle. Jeder, der mich persönlich kennt, geschweige denn jeder, der sich dieses Video angesehen hätte, wo ich mit meiner angeblichen Fake-Rolex markiert worden bin, auf der Seite Munich Wristbusters, würde wissen, dass diese Rolex nicht meine Rolex ist. Denn ich habe mit einem Was? Die Uhr ist nicht seins? Ui, okay. Rolex Datejust, die ich euch jetzt auch präsentieren werde. Okay, also die Fake-Uhr war nicht seine und er zeigt uns jetzt seine echte Uhr, wozu er aber noch später ein sehr interessantes Detail nennt. Ah, ist natürlich ärgerlich, ne? Also wenn es natürlich nicht seine Uhr war, aber halt, da ist schwierig. Da sollte man einfach gar nichts mit zu tun haben, ne? Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Diese Frage macht originale er Rolex trotzdem aber. Datejust Stahl Gelb Gold, die ich jetzt in die Kamera halte, Maschallah, ja. hat Schöne Uhr. alle dazugehörigen Papiere und Ja. somit Sogar die nachweislich Crown Class. original beim Juwelier gekauft. Hier habe ich das Ja, also ich sag mal Zertifikat. so, er selber hat die Uhr mit Sicherheit nicht beim Juwelier gekauft, weil das ist das Faltpapier. Das gab es ja nur bis 2006, ja, und er erscheint mir jetzt ein bisschen jünger, also das heißt, er hat sie gebraucht gekauft, was auch kein Problem ist. Also er hat sie beim Juwelier, aber jetzt beim keinem, hat er glaube ich auch nicht gesagt, aber ich wollte es nur mal so sagen, dass die Uhr jetzt schon was älter ist, ne? Und hier habe ich die Rechnung, wo ich den Juwelier abgedeckt habe, weil ich nicht weiß, ob er offiziell bekannt genommen werden darf. Aber hier kann man Wahrscheinlich. Zeig mal, auf zeig mal. dieser Rechnung Was? ganz genau sehen, dass diese Rolex Datejust mit der richtigen Seriennummer und Wer hat denn so eine Rechnung? Kenne ich jetzt nicht. Stahl Gelb Gold am 9.05.2019 bei diesem Juwelier gekauft worden ist für 8.059. Wow! Toll. Diese Uhr habe ich mir nicht gekauft, um in der Gesellschaft da draußen irgendwie zu protzen oder um anzugeben. Dieses Uhrenwerk war mein erstes persönliches Ziel, seitdem ich in dem Unternehmertum tätig Und bin. jetzt Und kommt's. Man nur sollte sich darum auch geht. solche Ziele setzen und gerade jetzt sowas, finde ich, passt ja auch zu einem, wenn man im Business ist und Uhr und so weiter ist ein Meilenstein, den man erreicht. Ist doch cool.
Also muss ich sagen, eine schöne Geschichte. Hier zeige ich nochmal meine Originale. Dem Just Stahl, Gelb, Gold. Was ich dazu sagen muss, ist ganz, ganz klar, ich habe davon eine Replika. Warum? Oh, ganz, Junge, ganz Junge, 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 Junge. Oh. Wenn man sagt, dass man zum Anwalt gegangen ist, um rechtliche Schritte einzuleiten, oder also. Oh, die Leute, ich verstehe nicht, wie man so unkoordiniert. Ach, okay. Was einfach als Videos machen kann. Und nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie mhm. in der Öffentlichkeit protzen zu müssen. Genau, Gott. Die Aussage, da können wir uns ja echt jetzt gleich mal kurz ein paar Bilder anschauen. Ah, ja. Genau. Also nochmal zusammengefasst, er hat die Uhr als Investment gekauft, bis dahin alles verständlich. Ist okay, können wir machen. Nicht damit zu protzen. Mhm. Um nicht damit zu passen. Man möchte nicht von der Gesellschaft anders angesehen werden und was auch immer. Guck uns mal seine Bilder an. Also ich habe. Da möchte jemand auf gar keinen Fall protzen mit seiner Uhr. Da haben wir doch noch bestimmt noch weitere Bilder, Robin, oder? Keine Ahnung. Also ich glaube, ich sitze auch noch im Restaurant, lass mich fotografieren, wenn ich zufällig mir gerade was zu essen raussuche. Leute. Ah, da liegt der Hund begraben. Sagt man doch so, oder? Der Hund begraben. Das ist die gefälschte Uhr hier. Fällt euch was auf? Das ist die 41er und er hat eine 36er. Das heißt, er hat die Replika und er feiert wahrscheinlich die größere Größe mehr. Ist natürlich auch, sag ich mal, ein finanzieller Unterschied und so weiter. Jetzt mal Real Talk. Ich hätte das doch ganz anders gemacht. Also, jeder, wenn ihr sowas seht und von Munich Riskbusters gebastelt werdet, setzt euch doch einfach hin und sagt, ja, was soll ich sagen? Also, ist blöd gelaufen, ja. Ich wollte eigentlich die große Uhr haben, 41 mm. Ich habe mir nur den Fake gekauft. Ist blöd gelaufen, ja. Anstelle von Anwalt, dies, das, das. Ich bin der härteste Banger, dies, das. Das ist doch Mist. Das nimmt doch einen niemand ab. Das ist sehr unsympathisch auch. Einfach die Wahrheit sagen, ist doch kein Problem. Aber die wenigsten trauen sich, die Wahrheit zu sagen. Also wenn es passiert ist, ist es halt passiert. Was willst du sagen? Zum Beispiel, im Februar war ich in Neapel. Als ob ich in Neapel eine echte Uhr trage. So, natürlich trage ich auch keine Fake-Uhr. Nein, ich habe meine Nakari-Uhren. Falls die OGs sich noch daran erinnern, früher diese günstigen Uhren, trage ich halt solche Plastikuhren. Oder würde ich mir eine G-Shock oder eine Casio oder so holen? Ist doch kein Problem. Also, so, ne, keine Ahnung. Allein da hat sein Video schon, allein nach diesen paar Sekunden hat sein Video absolut keinen Sinn gemacht, weil er gesagt hat, er wurde zu Unrecht an den Pranger gestellt. Wir haben ihn gepostet, weil er auf seinen Fotos eine Fake-Uhr trägt. Die trägt er hier auf den Fotos und auf dem Foto davor. Ja, in der Story. Und in den Stories. Das sieht so crap aus. Die gleichen Fake-Daten können wir später auch noch zeigen. Dann zeigen wir euch jetzt nochmal kurz die... Die Leute sind auch so, dass sie sich das nicht angucken. Guck dir doch einfach eine echte und... Ach komm, egal. Das ist die Fake-Uhr, um nochmal zu vergleichen. So, einmal haben wir... Fokussiert das? Fokussiert, ja. Dann haben wir hier die Fake-Uhr. Hier die Originale. Ja, die sehen einfach crap aus. Ne? Diese Fake-Uhren sehen einfach. Kann man schon ganz gut erkennen, dass. Müll! Ja. Dass das genau der Fake von ihm ist, die er auf jedem Bild trägt. Seine ist noch schlechter, muss man sagen. Nicht angeben wollen, aber dann mit der Fake auf Instagram rumflexen ist schon. Ja, eine ganz wilde Nummer. Nach diesen paar Sekunden macht sein Video in keinster Form auch jetzt schon keinen Sinn. Aber wir schauen weiter, was er noch zu sagen hat. Wir gehen weiter, okay. Oh Gott, was kommt jetzt noch? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Was ich aber sehr, 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 sehr extrem und unter aller Sau finde, ist, wenn Leute in dieses Team mit einbezogen werden, die überhaupt keinen Zusammenhang damit haben. Und damit meine ich meine Familie, auch mehr Familienangehörige, meine Freundin oder sonst dergleichen Personen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, aber trotzdem... Das finden wir auch richtig, aber man muss sich, wie du gesagt hast, das trotzdem kurz im Hinterkopf behalten. Beschimpft, bedroht oder sogar beleidigt worden sind. Oder die Kommentare, die unter meinen Posts gekommen sind und ich somit mein Instagram-Profil einschränken haben müssen. Diesbezüglich habe ich auch rechtliche Schritte eingeleitet, über diese Seite und somit weiß ich auch, welche Personen hinter dieser Seite stecken, welche Adresse dies zu diesen Personen zuweislich sind, welche Familienangehörigen diesen Personen zuweislich sind, welche Personen... Er will nicht, dass seine Familienangehörigen mit reingezogen werden und jetzt flext er damit, dass er weiß, wer unsere Familien sind und dass er das alles rausgefunden hat und... Ja, natürlich, also jeder weiß, welche eure Familien sind hier. Familie Miri, ja, da muss man Angst vor haben.
Nein, ich weiß auch nicht, warum er das gesagt hat. Ich kann es mir auch nicht erklären, wirklich. Ich kann es mir nicht erklären. Diese Seite aufgefordert haben, um mich und unser Movement Game Changers ins schlechte Licht drücken zu müssen. Klar, das ist auch eine Ausrede, oder was wir oft gehört haben, dass wir von der Konkurrenz von ihnen bezahlt werden. Das ist oft so ein bisschen so ein Ding von so Business Coaches, dass sie uns unterstellen, dass die Konkurrenz ihnen schaden möchte, weil sie hier nur was Gutes tun. Und es ist so ein Bullshit, vor allem... Ich weiß bis heute nicht, was Game Changers ist. Jede zweite Firma von irgendwelchen Business Coaches heißt Game Changer, Move On Up oder was weiß ich. Wäre mal interessant, wenn jemand einfach die Wahrheit sagt, oder? Wenn jemand einfach nur die Wahrheit sagt und authentisch sagt, Leute, pass auf, ich zeige euch das. Ihr könnt damit den Umsatz um 3-5% steigern. Ja? Und, oder kein, ich weiß es ja nicht, Und nicht sagen, ich baller euch jetzt auf 30% hoch oder so. Ich habe keine Ahnung, aber wäre mal erfrischend. Ne? Wollen wir uns Game Changer das mal angucken? Habe ich nämlich tatsächlich kurz euch vorbereitet, was Game Changers denn genau ist. Ja, Game Changers ist ein lebensveränderndes Programm, bei dem ihr ja in ein Network-Marketing-Unternehmen reinkommt. Falls euch das ein Begriff ist, dann wisst ihr, worauf das hinausläuft. Hier gibt es verschiedene Stufen oder Ränge. Was muss ich denn machen? Wahrscheinlich gibt es unten sehr viele Ränge und oben nur ein paar. Und wenn man das dann zusammenführt, kommt man auf Network Marketing. auf jeden Fall. Genau. Achso, ja, man steigt in den Rängen auf, indem man neue Leute anwirbt. Ah, okay. Oder sich einkauft. Also man kann entweder Geld bezahlen oder neue Leute anwerben. Oder man wirbt Leute an, die Geld bezahlen. Ich bin eine Person, die in diesem Unternehmertum, in dieser Branche und dieser Konzept, das wir anbieten, in einer Arbeit tätig bin, wo ich mit sehr vielen Menschen zu tun habe und somit sehr, sehr, sehr stabil der Emotionalität bin. Aus diesem Grund macht er ein Video, was 5 Minuten geht, hat da vorne einen Clown, der komisch lacht, hat uns seit einem halben Jahr als Top-Highlight in seinem Profil und sein Profil auf privat gestellt. Ja. Leute, emotional instabil sind und solche Posts bekommen und damit nicht umgehen können, kann das weiterführen an sehr, sehr, sehr große persönliche und psychische Schäden führen, was ganz sicher unter anderem unter Cybermobbing fällt. Und darum möchte ich einen Vorwurf an diese Seite vorwerfen, weil das unter aller Sau ist. Wir zeigen auf, dass jemand eine gefälschte Uhr trägt. Also wir distanzieren uns wirklich von allem, was so in die Richtung geht, aber wir haben einfach keinen Einfluss darauf, was Leute unter seine Kommentare schreiben. Wir können auch nur selbst die unter unseren Bildern löschen. Ich meine, wir können es zwar nur immer wieder sagen, aber wir haben da wirklich keinen Einfluss drauf. Am Ende natürlich, klar, wenn jemand so eine gefälschte Uhr anhat, ne, dann also ist die Uhr halt gefälscht. Also ich meine, so, ne? Uns für Kommentare von anderen Leuten verantwortlich machen will, das ist völliger Bullshit. Und wie gesagt, es kam ja auch nichts an, aber es ist so traurig, dass jemand sich so viel Mühe gibt, anstatt einfach den Post zu löschen und zu sagen, yo, ich habe eine Fake-Uhr, weil er auf den Fotos ja eine Fake-Uhr getragen hat. Oder er trägt sie, er hat sie ja immer noch drauf und er hat es dazugegeben. Ob in irgendeinem Schrank eine echte rumliegt. Das können wir erstens nicht wissen und das tut auch in dem Fall nichts zur Sache, weil er trotzdem eine Fake-Uhr trägt. Ja. Aber er hat natürlich die echte nicht zum Angeben gekauft. Nur als Investment. Aber es hat schon was damit zu tun, wie gesettelt man am Ende ist. Ich wette zum Beispiel, wenn du jetzt, also sagen wir jetzt mal nur in der Theorie, ich wette, wenn du Marcel, wenn du ihm eine Fake-Uhr geben würdest und würdest sagen, poste die mal in der Story, bla bla, ne? Und Munich Wristbusters würden ihn busten. Dann wird der sagen, ja und? Ist mir doch egal. Ich habe eh schon immer gesagt, alle Uhren sind fake. Ich glaube, bei Leuten, die wirklich ja einfach mit beiden Beinen im Leben stehen oder keine Ahnung, da hat das wenig Auswirkungen so. Wir haben einfach nur gesagt, dass er eine Fake-Uhr hat. Alter, es macht halt einfach keinen Sinn. Wir haben keine Ahnung, was sein Game Changers damals war. Wir haben nicht mal gesehen, dass er CEO von wem auch immer ist. Von was auch immer ist. Wir haben gesehen, dass er auf seinem Profil eine Fake-Uhr getragen hat und damit haben wir ihn gepostet. Was er auch getan hat. Was er immer noch hat. Und immer noch hat er. Also und, krass, ja, dass er das also, nicht rausnimmt, ne? Dass aber es dann sich so aufspielt, dass wir was gegen seinen, ich sag das Wort jetzt nicht, gegen seinen Bewegungsfortgang haben. Es ist so ein Bullshit. Zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind und vor allem, dass wir alles dominieren und übernehmen werden. Klar. Das war's. Von mir, mein persönliches Statement mit meiner originalen Rolex Datejust, die ich mir 2019 geleistet habe, mein persönliches Ziel somit erreicht habe und ich kann euch
gewissenhaft darüber informieren, dass das noch nicht mein letztes Wort war und dass ihr in Zukunft noch sehr, sehr viel von uns hört. Vor 25 Wochen gepostet worden, seitdem war es das letzte Wort. Ja. Ich würde aber sagen, nach diesen schönen Abschlussworten wünschen wir ihm natürlich viel Glück auf seinem Weg. Ach, aber Julian! Noch eine Kleinigkeit anzumerken auf dieses ganze Angeben-Thema. Ja. Wenn wir jetzt mal sein Profil durchgucken, er sitzt ja sehr viel in seinem Auto. Überall zeigt er seine Uhr raus, wie auch immer. Ach, da haben die eben gesagt, gefälscht. Wollen wir mal kurz auf dieses Auto eingehen? Dieses Video. Was? Er filmt beim Fahren nur das Lenkrad, davon abgesehen. Sagen wir mal diese Kleinigkeit hier beachten. Und mal ganz kurz. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Kann man ein gefälschtes Auto haben? Ja. Da haben wir es ja schon. Was? Vergleichen wir das einfach mal. Ich kann euch das jetzt gerne nochmal, oder wir können das gerne nochmal ranzoomen. Aber. Ein Aufkleber fürs Auto. Handelt es sich nicht um ein AMG? Da können wir dann gleich mal, da ja viele sonst wieder schreiben werden, vielleicht doch ein AMG. Da können wir doch kurz mal drauf eingehen, warum es denn kein AMG ist. Ja, nicht, dass es uns jetzt interessiert, ob es ein AMG hat oder nicht. Gibt sowas, ja? Wir können mit Sicherheit, also wir können sagen, dass er sich dieses AMG... Ich bin bei Mercedes, bin ich raus. Ich weiß, AMG ist anscheinend teurer oder so. Aber als ob man sich einen normalen kauft und dann Aufkleber drauf macht. Ey, Bro, das ist auf jeden Fall richtig. Also wenn man das tut, da muss man schon wirklich Probleme... Also ich will nicht sagen, aber... Fahr doch das Auto einfach so, ist doch ein Mercedes, ist doch ein super Auto. Wenn es ein AMG ist, herzlichen Glückwunsch, Alhamdulillah, dann hast du einen... In dem Moment, weißt du, wenn er so den Aufkleber drauf macht, sagt, boah, jetzt habe ich es geschafft. Also okay, dann das wäre wirklich, also das wäre auf jeden Fall richtig wild. Wenn er das gemacht hat, Julian, bitte enttäusch mich nicht, bitte. ...geklebt hat aus dem folgenden Grund. Oh mein Gott. Ja, weil, also einmal, der echte AMG hätte auf jeden Fall serienmäßig das komplette digitale Cockpit. Und AMGs haben sonst immer diese Rauten, diese Rennflaggen immer im Tacho. Sonst wird hier wird auch noch AMG stehen und... Bei AMGs ist das meistens auch eine IWC-Uhr. Da hat er doch bestimmt auch noch andere Bilder, wo man vor allem auch vorne die Front oder die Seite sieht. Das ist... Also er hat vielleicht hier Blenden dran, aber es ist auf jeden Fall kein... Also es ist auf jeden Fall ein Fake-AMG-Aufkleber. Nein. Ey, ich hoffe nicht. AMG-Busters sind schon in den Startlöchern. Ja, also das ist so ein Punkt. Viele werden jetzt vielleicht wieder denken, oh, ihr macht euch lustig, weil er kein echt AMG hat. Ich hoffe nicht. Geht, dass seine Aussagen einfach keinen Sinn machen, dass er sich was holt, ohne um nicht zu protzen und sich dann aber ein AMG-Sticker auf sein Lenkrad raufklebt. Um in den Insta-Stories den Leuten zu zeigen oder vermeintlich zu zeigen, dass er den AMG fährt. Das ist wie diese Fake-Kamera-Aufkleber für ein iPhone. Es ist so ganz schwierig und es ist so ein ganz unangenehmes Gefühl. Ja, okay, spannendes Video. Also es ist Wahnsinn. Ich lerne immer wieder neue Sachen. Leute faken ihre Autos. Hätte ich das für möglich gehalten? Nein. Anscheinend gibt es sowas. Spannend, ne? Wahnsinn.